Die ABB FIA Formel E-Meisterschaft kehrt an diesem Wochenende nach Marrakesch zurück. Ein Jahr nach Beginn der bahnbrechenden ABB-Partnerschaft. In unserem Tech Insight zeigen wir diese Woche den Antriebsstrang des Gen-2-Wagens und eine Vorschau auf das zweite Rennen, wo Sebastian Buemi an seine Erfolge anknüpfen möchte. The Marrakesh Circuit for me is a good track because I've had success there. I won 2 years ago. I finished second last year. So I'm looking forward to go back. Der revolutionäre Gen-2-Wagen läutet eine neue Ära für Elektrofahrzeuge ein. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, musste das Team den Antriebsstrang völlig neu überdenken. There are many different ways of making a powertrain. You can go for a very small motor that is very light, but you will need gears to produce enough torque and power. Or you can go with a big motor with no gears. The powertrain changes are led by the change in the standard package. Every component has had to be done completely from scratch again. There's also a lot more emphasis on the weight of the components. Jenseits der Rennstrecke entdeckt ABB Pioniere, die Zukunft schreiben wollen. Kurz vor dem Rennen in Marrakesch lernt ABB einen jungen Unternehmer und Visionär der E-Mobilität in seinem Land kennen. Je suis à la tête de mon entreprise qui est Marché d'Ingénierie. Dans notre pays et notre continent qui est l'Afrique, nous avons un gros problème de transport. Nous avons déjà développé un véhicule électrique, un supercar. Aujourd'hui, nous travaillons sur le développement d'une marque marocaine, qui est la marque Morshid. Et on est à un niveau de bureau d'études et bureau de développement, avec un centre de prototypage dans lequel on développe nos idées. J'aime bien une citation qui dit qu'il ne faut pas attendre de voir son futur, mais il faut le créer. Die Pioniere kommen in Marrakesch beim zweiten Rennen am Samstag zusammen.